Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute sind wir doch tatsächlich wieder bei DDG Dashcam Germany mit Folge 429. Großartig. Bevor es losgeht, liebe Freunde, ich möchte euch gerne den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar Holy Energy wieder einmal. Und Holy Energy hat jetzt was ganz Geiles rausgebracht. Eistee, Himbeer, Vanille, Hibiskus. Hibiskus, Entschuldigung, nicht Hibiskus, Hibiskus. So, super lecker, schaut doch mal rein, benutzt die Codes und holt euch das. Ich trinke das nämlich gerade warm, schön für die Jahreszeit, es soll ja wieder kälter werden. Schön für die Jahreszeit, schön warm gemacht, den Eistee, also Hot-Tee. Hä? Benutzt die Codes und es gibt noch ganz andere tolle Sachen ja, für den Winter. Einfach mal reinschauen. Schaut mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt aber, liebe Freunde, geht's los, wie versprochen. DDG Dashcam Germany mit Folge 429. Ich bin aufgeregt. Bitteschön. Ein Hallo und willkommen an der roten Ampel. Na, da startet die Folge doch direkt mal wieder ideal. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Naja, irgendwie nicht so richtig. Der Notarzt da vorne fährt auf diesen elektrischen Poller zu und die müssten eigentlich ja Transponder haben, um die auf Einsatzfahrten absenken zu können. Ach du Schreck. Aber irgendwas funktioniert da ganz und gar nicht und das ist auf Einsatzfahrten natürlich der absolute Worst Case. Okay, anscheinend haben die ja so ein, ich kenne mich damit nicht aus, vielleicht haben die ja so ein Gerät drin, wenn ich mich näher, dann geht dieser Pfosten automatisch runter. Na, so, jetzt kommt unser Dennis. Dennis befindet sich ja gerade hier drin in dieser Sperrzone, sage ich mal. Er muss ja auch so einen Transporter drin haben oder wie man das Ding nennt. Und ich glaube, ich weiß jetzt, was er macht. Er fährt drauf zu. Der Poller geht runter. Und zum Glück schaltet unser Einsender, als er das hier bemerkt, ziemlich schnell, fährt selbst davor, um den Poller zu öffnen. Ich würde sagen, richtig gut mitgedacht in der Situation. Der Einsatzwagen darf jetzt nicht so lange warten, weil wenn er jetzt rüberfährt und sein Gerät funktioniert nicht, dann kommt das Ding ja wieder hoch. Und dann, ja, versteht er? Ist der Einsatzwagen perfekt oben reagiert. Da kann man nichts anderes sagen. Da schaut, da fährt er schon wieder hoch. Andere Reaktionen hingegen sind da weniger perfekt. Der Rettungswagen fährt hier durch die Rettungsgasse, so weit, so gut, nur kaum ist er durch, wird die Rettungsgasse sofort wieder komplett dicht gemacht. Guck, wie sie alle gleich drängeln, weil sie denken, jetzt geht's schneller. Aber auch an. Oder vielleicht sogar die Rettungsgasse benutzen wollten. Also Rettungsgasse bleibt. Man wartet ja, bis der Einsatzwagen vorbei ist und dann kann man wieder zumachen. Die Rettungsgasse, nee, kann ja noch mehr Einsatz, oder es können ja noch mehrere Einsatzwagen folgen. Ganz wichtig, ne? So lassen. Na? Andere Videos sind merkwürdig. Der Gegenverkehr da vorne fährt jetzt in die Engstelle rein, obwohl er uns sieht und damit eigentlich ja genau weiß, dass er uns im Weg stehen wird. Nö, jetzt kannst du auch mal warten. Ne? So, jetzt kann man natürlich sagen, ja warte mal, wir haben das Hindernis ja auch auf unserer Seite, auch parkende Autos. Nee, das ist ja hier eine richtige Parktasche, also es ist eine richtige Parkfläche. Hier parken sie auf der Fahrbahn. Bedeutet also, das ist das Hindernis, das ist alles regulär. Also wir hätten jetzt kein Hindernis rechtlich gesehen. Also hätte er warten müssen. Ich weiß nicht, wie es davor aussieht. Es warten schon einige, glaube ich, schon eine ganz schöne Weile wegen Gegenverkehr. Und er denkt jetzt so, ich habe jetzt genug gewartet, jetzt bin ich auch mal dran und fährt los. Könnt ihr jetzt natürlich hier in diese Lücke reinfahren, aber interessant ist immer so, was macht denn der nachfolgende Verkehr? So getreu dem Motto, ach, jetzt komme ich, die anderen können ja auch mal bremsen. Und ganz ehrlich, ich anstelle des Einsenders hätte das auch frühzeitig getan, um ihn durchzulassen, einfach weil es für mich selbst ja auch schneller gewesen wäre. Gut, unser Einsender tat es jetzt nicht, aber auch der andere schaltet jetzt komplett auf. Seht ihr da hinten, da auch schon absolutes Chaos reingefahren, jetzt wird wieder rückwärts, absolutes Chaos, weil keiner, der das Hindernis auf deren Seite hat, nicht mehr warten möchte. Punkt aus. Zu lange gewartet. Ja, jetzt können wir doch auch mal fahren. Ja, aber laut StVO, nee. Musst du halt den sauren Apfel beißen. Musst du nächstes Mal eine andere Strecke fahren, wenn du es eilig hast. Keine Ahnung. Stur und will jetzt nicht in diese Lücke da rechts reinfahren. Und jetzt presst er sich natürlich durch. Er regt sich jetzt noch auf, gestikuliert wild rum und es. Übrigens, by the way, falsche Fahrtrichtung geparkt, das wird teuer. Und guck mal, die sehen, dass hier eng ist, die kommen trotzdem rangefahren.
Die kommen trotzdem jetzt rangefahren, obwohl sie nicht ausweichen könnten. Ja, jetzt wird es interessant. Ich als Dashcam muss jetzt handeln und sagen, pass auf, ich kann jetzt hier auch stehen bleiben. Ich habe Vorrang. Ne, sehe aber gut, wenn ich den jetzt hier abgearbeitet habe, folgen ja noch mehr. Also würde ich jetzt sagen, pass auf, ich bin auch verpflichtet, diese Situation zu entschärfen. Ich fahre jetzt erstmal zurück und lasse erstmal alle durch. Kommt, wie es kommen obwohl muss. Obwohl ich nicht hätte müssen. Richtig dämlich. Denn der Skoda drückt sich jetzt hier durch, obwohl kein Platz ist und beschädigt dabei noch unseren Außenspiegel. Und das sind einfach so die Videos, da denkt man sich unterm Strich einfach, der ganze Kram hier, das hätte doch über... Auch geil, wir machen nochmal ein Stückel zurück, pass auf. Er will jetzt in die Lücke reinfahren, aber nur für ihn Platz. Und hier, die anderen, was machen die dann? Wisst ihr, das ist nicht nur bis zum Motorhaube denken, sondern mal ein paar Schritte voraus oder halt wie in diesem Fall ein paar Schritte zurück. Was mache ich denn mit den hinteren? Okay, dann bin ich jetzt in Lücke, yeah, aber die andere nicht. Also kommen wir als Dashcam so oder so nicht vorwärts. Ah, weit vorausschauend fahren in engen Straßen. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Das hätte doch überhaupt nicht sein müssen. Mit dem LKW vor der Baustelle noch im Überholverbot überholen. Und ich glaube, der Einsender mag keine knappen Spurwechsel. Und vor allem Autobahnbaustellen, was darf man da höchstens fahren? 80 km/h teilweise, also im Durchschnitt 80 km/h. Jetzt gibt es bestimmt welche. Nö, hier in Bayern, was weiß ich, was da darfst du. Nee. Also die üblichen Tempolimits sind bei 60 und bei 80 normalerweise. Wir haben hier sogar in Berlin, Pankow, auf dem Kreuz haben wir sogar teilweise 40 wegen Baustelle. Aber schneller wird halt nicht gefahren. Und ich sage zu meinen Fahrschülern auch, wenn du mit dem PKW unterwegs seid, ruhig in der Baustelle auf die rechte Spur, weil die ist halt breiter. Und du kannst da ruhig fahren, weil maximal 80 km/h. Und das wird für die LKW-Fahrer ja schon teilweise zu langsam sein, weil sie dann halt 85, 90 km/h fahren. Also du brauchst nicht auf die linke Spur ausweichen. Das ist ja auch verständlich. Aber manche Leute, die ziehen es magisch an. Ja, er dürfte jetzt wieder rüber, durchgezogene Linie zu Ende, aber trotzdem muss er, wenn er wieder rüber möchte auf meine Spur, ist verpflichtet, den Sicherheitsabstand erstmal rauszufahren und dann rüber zu kommen. Sicherheitsabstand, ganz interessantes Thema. Aha. So, er kann jetzt nicht rüberziehen und jetzt muss Fleischi da zusehen, dass er wieder den Sicherheitsabstand aufbaut. Heißt also, er muss runter vom Gas, gegebenenfalls bremsen, der dahinter bremst und der dahinter bremst auch und vielleicht pennt da irgendeiner aus dieser Kette und dann knallt's. Ja. Du zieh auch noch rein, was? Stimmt der mit euch nicht? Und hier wird es auch knapp, aber andersrum. Laut meiner Recherche ist auch in diesem Bereich hier bereits Tempo 100 und die fahren wir auch. Und das waren 160 km/h vom Blauen, aber selbst das war dem Porsche noch zu langsam. Man muss natürlich drängeln, um noch schneller zu fahren. Parkplätze in der Stadt sind ja immer schwer zu bekommen. Wie gut, dass es hier diese merkwürdigen grünen... Das kann richtig teuer werden. Wenn du... Vorher war es ja Parken gewesen, hast du richtig Ärger bekommen. Jetzt schon halten. Wenn du auf dem Fahrradschutzstreifen hältst und der Fahrradfahrer wird dadurch gefährdet, heißt, wenn er jetzt hier rüberfährt, er fährt jetzt rechts dran vorbei. Aber wenn er jetzt links dran vorbeifahren muss, also vor uns raus und wir müssen abbremsen, ist es eine Gefährdung. Ja, dem Fahrradfahrer gegenüber. Ne? Also, ihr versteht schon. So. Heißt also, das wird richtig teuer. Ihr könnt ja mal im Bußgeldkatalog nachschauen, was das ist, glaube ich, sogar ein Punkt. Ne? Mit Gefährdung ist, glaube ich, sogar ein Punkt. Also, was machen wir? Wenn wir jetzt hier anhalten müssen, parken darfst du nicht, ne? Weil hier gibt es Parkflächen. Sind die voll, hast du Pech. Jetzt kann ja sein, dass du kurz halten möchtest und raus und reinspringen, hier in diesen Laden hier rein möchtest. Kann ja sein. Okay, was machen wir dann? Dann stellen wir uns hier links neben dem Fahrradschutzstreifen hin. Hier stellen wir uns hin und den Blinker auf rechts. Punkt. Dann raus, zack, zack, zack. Was holen, was du immer brauchst, wieder zurück. Weiterfahren. A, du stellst dich nicht auf den Fahrradschutzstreifen. B, du machst auch keine Warnblink an. Du Warnblink macht man nur beim Stauende und wenn man Panne hat, macht man Warnblink an oder eine Unfallstelle absichern. Das ist hier kein Unfall. Also mach ruhig den Blinker auf rechts und gut ist. Aber stell dich hier links daneben, damit der Fahrradfahrer noch gekonnt und ohne Gefährdung hier weiterfahren kann. Das ist absoluter Bullshit. Absolut. Parkstreifen mit diesem Fahrradsymbol drauf gibt,
Ich glaube, er ist begeistert. Ob man mit dem Moped durch die Rettungsgasse fahren sollen dürfte, das ist ja mal ein heiß diskutiertes Thema. Passt gar nicht zu diesem kalten Wetter hier. Nur das Ding ist... Aber das Ding ist, darf das Moped überhaupt hier fahren? Das ist die andere Situation. Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind. Es sieht nach einer Kraftfahrstraße aus. Ja, wenn es eine Kraftfahrstraße ist, darf das Moped hier auch nicht. Druff. Ja? Interessant. Ey, Rettungsgasse! Er fährt gar nicht durch die Rettungsgasse, um schneller voranzukommen, sondern... Ja, warum eigentlich? Er steht da einfach nur blöd rum. Kann auch eine normale Hauptstraße sein, zweispurig. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ne? Ich weiß es nicht. Wenn es eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße wäre, dürfte er jetzt nicht drauf fahren. Also, verstehe ich nicht. Aber drum gut, dass wir glatt mit noch einer sinnlosen Situation weitermachen. Das hier ist eine Anliegerstraße und da die Straße schmal ist, gibt es hier diese Ausweichbuchten. Guck mal, da fährt er gerade vorbei an der Ausweichbucht. Hier fährt er gerade dran vorbei. Der Transporterfahrer da hinten sieht uns, ist aber einfach trotzdem stumpf an seiner Ausweichbucht, die er da hatte, dran vorbeigefahren. Was darin resultiert, dass unser Einsender jetzt hier zurückfahren muss. Jetzt kann der Transporterfahrer aber problemlos in diese Ausweichbucht reinfahren. Wir haben ja gesehen, diese Ausweichbucht ist wirklich riesig hier. Aber er weigert sich schlichtweg, sondern will, dass wir jetzt da reinfahren. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber unser Einsender denkt sich jetzt, ach komm, der Klügere gibt nach. Gut, er stellt sich beim Rangieren hier vielleicht ein bisschen unglücklich an, muss jetzt gleich nochmal korrigieren, nochmal weiter rangieren. In der Zeit steigt der Transporterfahrer aber jetzt schon aus, um mit uns zu diskutieren. Oh Gott, jetzt ist wieder einer mit seiner Dummheit und versucht jetzt hier... Oh Gott. So, er hat die Lücke auf seiner Seite. Na, was spricht denn dagegen? Nee, ist er jetzt besonders? Ich habe größeres Auto, ich habe Vorrang oder was? Oh, ich bin gespannt. Ich frage mich nur, was gibt's in dieser Szene hier denn überhaupt zu diskutieren? Sehen Sie nicht, dass ich hier komme mit einem großen Auto? Können Sie nicht mal Platz machen oder was? Leider war diese Videoaufzeichnung ohne Ton gewesen. Schade. Ich hätte ja gern mal gehört, was die jetzt hier geredet haben. Ich hätte auch sehr gerne die Erklärung gehört, warum er der Meinung ist, dass wir hier jetzt reinfahren müssen. Aber eins kann man sagen, das hier ist doch einfach der Inbegriff einer völlig unnötigen Situation. Hier ist sind halt wir zusammen mit Felix mit ungefähr halt 190 km/h auf der Autobahn unterwegs. Das war knapp, direkt von Einfädungsstreifen, direkt rüber auf die linke, wow, ja, mit was weiß ich für eine Geschwindigkeit, maximal 90, maximal 100, wow, das geht nicht. Erstmal auf die Autobahn ankommen, Luft holen, ne, und dann gucken, kann ich jetzt den LKW überholen oder nicht, aber nicht sowas. Andersrum, der Felix kommt ganz schön angeschossen, ja, obwohl er sieht, hier ist gerade eine Auffahrt, die Auffahrt auf der Höhe der Auffahrt, Einfädungsstreifen, ist der LKW. Da kommen jetzt drei PKWs und wollen hier drauf. Das könnte ein bisschen eng werden, da könnte ein bisschen geträngelt werden. Runtergehen von Gas. Leute, 190 oder was weiß ich, was der gefahren ist, Richtgeschwindigkeit, ja. Aber es bedeutet nicht Richtgeschwindigkeit, dass ich durchgehend Gas geben kann, sondern wenn alles perfekt ist. Ja, und die Straßensituation oder die Verkehrssituation es zulässt, war jetzt hier nicht gewesen. Es war viel zu viel los. Also viel zu schnell gefahren. Und wenn es zum Unfall kommt, muss Felix sich dann rechtfertigen, warum er bei so einer Verkehrsdichte 190 gefahren ist. Da kann Felix nicht kommen und sagen, naja, Richtgeschwindigkeit 130, ich darf. Nee. Alles über Richtgeschwindigkeit. Wenn da was passiert, musst du dich rechtfertigen, warum du so schnell gefahren bist. Alter, das war knapp. Einfädungsstreifen auf die linke Spur. Willst du mich komplett verarschen? Und ich stimme ihm hier zu, das prompte Rüberziehen, ohne anständig nach hinten zu gucken, das ist einfach die absolute Pest und das darf nicht passieren. Unser Einsender fügte übrigens noch an, dass er, nachdem er sein Video hier gesehen hatte, gemerkt hat, dass auch seine eigene Geschwindigkeit in der Situation natürlich überhaupt nicht angemessen 192. war. Und ich finde es gut, dass er das selbst schon realisiert hat, weil dem stimme ich auf jeden Fall auch zu. Na, endlich mal wieder ein Kreisverkehr. Das Ding ist, hier ist ein Schild, Vorfahrt gewähren. Alles, was hinter diesem Schild ist, müssen wir Vorfahrt gewähren. Also der Fahrradfahrer,
fährt auch verkehrt rum, ja, Fahrtrichtung, aber wir gucken uns mal, wir werden wahrscheinlich gleich das Schild nochmal sehen, schauen wir uns das mal an. Aber alles, was sendet, er gehört jetzt mit zum, zum Kreisel und somit alles, was im Kreisverkehr ist, hat Vorfahrt. Punkt. Und das war nicht gut. Und auch in den Kommentaren habe ich in letzter Zeit oft erlebt, dass die Leute gar nicht wissen, wer eigentlich genau Vorfahrt hat hier. Dabei ist das eigentlich recht einfach. Rad- und Fußwege, die straßenbegleitend sind, also nicht mehr als 5 Meter vom Kreisverkehr entfernt sind, gehören tatsächlich zum Kreisverkehr. Gut dran zu erkennen ist das auch, wenn ihr in den Kreisverkehr einfahrt, steht euer Vorfahrt-Achtenschild auch vor dem Radweg. Ja. Vielleicht fällt vielen von euch das leichter, wenn ihr euch die Kreisverkehre anders vorstellt. Stellt euch vor, die Kreisverkehre sind auf dem Papier zweispurig, ihr fahrt mit dem Auto auf der inneren Spur, der Radfahrer fährt auf der äußeren. Drum hat der Radfahrer natürlich nicht nur Vorfahrt, wenn ihr in den Kreisverkehr einfahrt, sondern natürlich auch, wenn ihr diesen wieder verlasst. Und sehr wichtig ist es auch, darauf zu achten, dass die Radwege tatsächlich sogar in beide Fahrtrichtungen freigegeben sein können, so wie hier. Hier war es auch mit Schild angekündigt. In der Praxis ist es aber auch ganz oft so, dass diese Schilder hier schlichtweg fehlen. Hier, das meinte ich, ne? Kannst du hin und kannst du herfahren. Bis dahin sehr, sehr schön erklärt. Sehr schön. Überlege ich mir mal, ob ich das mit in meinen Theorieunterricht mit reinnehme, dein Video hier. Ich weiß nicht, ob die keine Pflicht sind oder ob die vergessen werden. Drum als Autofahrer ist immer Vorsicht angesagt im Kreisverkehr, sobald Radfahrer in der Nähe sind. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen aufklären. Sensationell erklärt. Wenn der Spurwechsel nicht schnell genug geht, muss man natürlich versuchen, rechts zu überholen. Ja, weil er jetzt einfach nur diesen Sicherheitsabstand rausgefahren hat. Weil er es versteht, wenn ich überhole, bin ich auch für den Sicherheitsabstand zuständig, wenn ich wieder rechts rüber mache. Das ist ihm hier nicht klar. Also, Sicherheitsabstand ist immer nach vorne, irgendwo nach vorne. Das ist Sicherheitsabstand. Nee, auch nach hinten. Vorne hier ein Schall. Und hier Copy and Paste das Gleiche. Der Einsender lässt Platz zum LKW, wechselt jetzt die Spur und hoppla, sogar die Polizei höchstpersönlich. Wollte da die Polizei von rechts überholen? Wir sind auf der Kraftfahrstraße. Guck mal, wir kommen gerade von der Kraftfahrstraße. Wollte die Polizei etwa rechts überholen? Oi. Also wir hatten heute ja schon zwei komische Situationen mit Engstellen, aber komm, alle guten Dinge sind natürlich drei. Oh, wirklich, ist der blöd. Oh, das ist richtig dumm, was der veranstaltet. Ja, mit knapp, was wird er haben? Also weit über 2,5 Tonnen, weit über 2,8 Tonnen hat er. Ja, erstmal schön auf den Bürgersteig ausweichen. Herrlich, herrlich. Wir warten müssen, bis wir vorbei sind. Nee, du verstehst das einfach falsch. Natürlich muss man den Spitzenbordstein hochfahren, weil die Reifen das ja so gerne mögen. Und auch der Gehweg ist natürlich immer auf 3 Tonnen ausgelegt. Ja. Aber immerhin, die hier, die fährt dann jetzt zurück. Aber komm, was heute noch komplett fehlt. Wie wär's mit dem Radfahrer, der jetzt noch das wartende Auto überholt? Entweder beschwert er sich oder sagt, oh sorry, die Situation habe ich jetzt als Fahrradfahrer überhaupt nicht verstanden und ich nehme dir gerade den Vorrang. Tut mir leid. Fahrradfahrer hätte eigentlich auch warten müssen, also die wollen einen heute doch alle verarschen hier. Jeder, der eine Dashcam hat, wird es kennen. Man fährt in der Dämmerung und die Dashcam nutzt das Licht noch so gut aus, dass man denkt, es wäre Tag. Das hier ist realistischer und ja, er fährt ohne Licht. Ein paar Lichthupen bringen dann nichts. Nach einigem Hin und Her ist der Transporter einige Minuten später neben uns und der Einsender zeigt jetzt einfach schlichtweg auf seinen Lichtschalter. Und darauf haben sie es dann auch verstanden. Daumen hoch, zurück zum Dank. Ja, so harmonisch kann es sein, aber so harmonisch wird diese Folge heute nicht enden. Sehr schön. Ist natürlich ein Mietauto und das entdecke ich immer öfters bei so großen Mietautos, bei Transportern und so weiter. Die Leute fahren nicht oft Transporter. Ne? Zum Beispiel bei mir ist jetzt immer Licht automatisch eingestellt. Ne? Wenn es dämmert, schaltet es automatisch auf Abblendlicht. So. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt im fremden Fahrzeug reinsetze, wo es nicht automatisch ist, fahre ich los. Weil daran denke ich nicht mehr. Ja, und das ist halt echt problematisch. Daran denke ich nicht mehr. Darum reinsetzen, bewusst sein, okay, das Fahrzeug ist jetzt ganz anders. Sich das Fahrzeug, die 5 Minuten auch mal nehmen und sich das neue Fahrzeug mal genauer anschauen. Wo sind hier die wichtigen Knöpfe? Warnblink. Ne? Ich fahre auf dem Stauende zu und muss erstmal das Warnblink suchen. Wo ist das Warnblink? Weil ich stark abbremsen muss. Fatal. Oder alleine schon so simpel, wo ist denn hier überhaupt der Rückwärtsgang? Da sparst du dir richtig peinliche Minuten. Ja? Wo ist der Tankdeckel? Ersparst du dir auch peinliche Minuten auf der Tankstelle.
ja. Unter anderem auch das Licht. Ja, guckst du, ist hier Automatik, hat es Automatik, auf was ist es eingeschaltet? Okay, ist nicht Automatik, alles klar. Merkt dir bitte, wenn es dämmert, muss auf Abblendlicht umschalten. Ja. Ist halt ein bisschen... Hier sind wir mit Thomas unterwegs. Er ärgert sich tierisch über diese Mittelspurschleicher vor uns, will aber auch nicht verbotenerweise rechts überholen, was ja auch richtig ist. Ja. Aber jetzt denkt er sich, links ist frei, jetzt kann ich ihn überholen. Weil er nur auf diesen Mittelspurschleicher voll konzentriert ist. Dieser Mittelspurschleicher hat jetzt Thomas volle Aufmerksamkeit. Ja. Hat er sich nicht mehr für den Spurwechsel konzentriert, beziehungsweise nicht richtig geschaut. Vielleicht hat er jetzt auch ihn beobachtet, weil, naja, wenn er die ganze Zeit auf die Mittelspur schleicht, es gibt ja keinen Grund und ich verstehe es auch nicht. Vielleicht will er mich auch ärgern. Wenn ich jetzt rüberziehe, zieht er vielleicht auch nach links rüber. Ich weiß ja nicht die Vorgeschichte. Vielleicht ist da was passiert oder nicht, ja, vor diesem Clip. Keine Ahnung. Aber er war absolut nur fokussiert auf den Mittelspurschleicher und nicht nach hinten. Holla die Waldfee. Dann passiert sowas. Und das war trotzdel nochmal Glück im Unglück. Nur die Außenspiegel und beim Unfallgegner ist nicht mal ein Schaden entstanden. Das hätte auch anders enden können. Und damit sind wir durch für heute. So, ihr Lieben, das war's gewesen. Ich halte noch kurz die Produkte in die Kamera. Bitte schaut mal auf die Internetseite. Schmeckt mega. So jetzt für den Winter schön heiß machen und dann trinken. Mega, 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 mega. Das war er. Und hier unten sind die kurz. Das war er. Ich sag Dankeschön. Wir hören und sehen uns wieder. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Tschüss.